Martina Voss. 3-0 ist nicht der gewohnte Resultat, denke ich. Nein, natürlich nicht. Wir wollten versuchen, hier möglichst mit 0-0 rauszugehen oder vielleicht sogar ein eigenes Tor zu erzielen, wo wir aber wussten, dass das natürlich in der momentanen Situation, in der wir uns befinden, etwas schwieriger wird. Aber unser Spielziel war wirklich hier, ja, zu versuchen, lange, lange 0-0 zu spielen, am besten über 90 Minuten, um eben auch den Niederländerinnen dadurch es schwer zu machen und dann mit Ramona Bachmann vielleicht doch noch mal was auszulösen. Jetzt ist leider anders gekommen. Ich finde, wir haben es bis zur Halbzeit wirklich auch mit ganz viel Leidenschaft und Energie und in vielen Situationen in der Defensive sehr, sehr gut gemacht. Natürlich hat Holland die Qualität, auch dort die ein oder andere Torchance sich herauszuspielen oder auch zu arbeiten. Und dann fällt halt leider dieses Freistoßtor und dann das schnelle 0-2 hinterher und dann wird es halt auch schwer. Dann verlierst du ein bisschen Energie nach hinten. Es wird immer noch schwieriger, die Dinge zu verteidigen. Wir wollten dann offensiv wechseln, um noch zu versuchen, auf ein 1-2 zu gehen. In dem Moment fällt das 0-3. Ja, dann siehst du natürlich auch, wie die Körper runtergehen, wie die Aktionen in der Qualität auch noch ein bisschen weniger werden. Und dann kommt am Ende leider 0-3 raus. Ja, da muss man sagen, die Holländer haben das dann auch sehr brutal gemacht, ganz klar. Mhm. Und am Ende ist jetzt das Rückspiel, natürlich sind alle Möglichkeiten bei ihnen, aber wir werden nochmal alles geben und mit ganz viel Leidenschaft und auch Stolz und Respekt auf den Platz gehen und versuchen, nochmal alles rauszuholen. Die Essenhäuser, die waren ziemlich gut und auch Lia hat da, war eigentlich die überragende Spielerin auf dem Platz. Ja, das wissen wir, dass Lea Welti wirklich toll ist. Leider hat sie, glaube ich, dann eben das Foul gezogen bei Spitze. Ja, aber ich kann ja Lia überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich finde, die hat eine Qualität, das ist schon überragend. Aber eben eine Lia und eine Rejkiewicz oder noch die ein oder andere dazu, das war heute halt eben zu wenig. Das hat man gesehen, da war uns eben Holland dann auch in der individuellen Qualität zum Teil überlegen und dann in der mannschaftlichen Qualität in der Summe. Ja, hat man das ja heute dann auch gesehen. Ja, und wir haben natürlich schon auch, was wir einfach auch wirklich nicht gut gemacht haben, was ich finde, was wir besser machen können, ist, dass wir in der Spielentwicklung natürlich auch viele Bälle direkt verloren haben. Und dann tut es eben weh, weil du musst immer wieder hinterherlaufen, immer wieder hinterherlaufen. Ja. Jacqueline, Laura nicht dabei und Ramona, das ist ganz schwer. Ja, Lara Ramona, Marlin Gut und Vanessa Bernhauer, die natürlich auch noch nicht bei 100% ist, das hat man heute auch gesehen. Aber auch die hat alles probiert, die hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, hat noch sich das Knie spritzen lassen, damit sie spielen kann. Also Viola Caligaris hat sich noch verletzt im Training. Es ist ja in der Summe dann für uns im Moment nicht aufzuholen. Aber die Jungen, die heute reingeworfen wurden, die müssen daran wachsen, die müssen mit dem jetzt auch umgehen können und müssen das als Lernprozess nehmen und müssen versuchen, die Dinge, die sie heute nicht so gut gemacht haben, die ist auch besser zu machen. Letzte Frage, da war eine Spielerin dabei, es war ihr erstes Länderspiel. Wie haben Sie das gesehen? Wie war das? Ja, das war eine tolle Leistung von ihr, muss man wirklich sagen. Also wer mit 18 Jahren heute zum allerersten Mal überhaupt, das war ja nicht nur ihr erstes Länderspiel, sie war zum allerersten Mal beim Nationalteam. Das heißt, die haben wir angerufen und haben gesagt, so, du kommst und bist dabei. Und es hat sich dann im Training schnell rausgestellt, dass die Qualität da ist. Und wie gesagt, damit den Ausfall von Viola Caligaris haben wir gesagt, okay, Rahl, wir trauen dir das zu, dass du das spielen kannst. Und sie hat gezeigt, dass sie das spielen kann. Ich sage nochmal, es war ein sehr positives Spiel von ihr. Hat sie super gelöst, gerade in den ersten 20, 30 Minuten. Und das ist natürlich schon schön, weil das ist auch eine Spielerin, die ich mit 12 schon im Ausbildungszentrum selektioniert mit habe und dann macht es halt ganz viel Freude, wenn die dann auch ankommen. Und Dienstag mit 0-0 immer das Spiel gewinnen, das ist immer noch schön. Ja, also das Spiel zu gewinnen wäre schon unser Ziel und unser Anspruch, das ist ja klar. Also ich glaube, das muss auch immer im Sport das Ziel sein, das nächste Spiel zu gewinnen. Ob es dann in der Summe reichen wird, da muss man ganz klar sagen, da sind natürlich jetzt die Chancen alle bei Holland, das ist uns auch bewusst, also müssen wir auch nicht drum herum reden und auch nicht schön reden. Aber nochmal, wir gehen am Platz und werden alles probieren. Wir sehen uns Dienstag. Alles klar. Danke.